Alle mal herhören. Der Fahrstuhl ist da. Das Telefon. Es verbindet, man hält Kontakt. Ich rufe dich an, der Draht zur Welt. Und das Telefon kann mehr als nur zwei Menschen zu verbinden. Es kann neue Wirklichkeiten und Kommunikation unter vielen schaffen. Der telefonische Treffpunkt im Computer, künstliche Welten für die Ohren. Audio Reality, ein Computer simuliert durch Geräusche eine virtuelle Villa, in der sich über das Telefon bis zu 60 Teilnehmer aufhalten können. Hi, hier ist die Villa Hamburg. Der Aufenthalt in unserem verrückten Haus kostet 1,15 Mark die Minute. Es sind gerade 16 Leute in der Villa. Jetzt stehst du mitten in der großen Diele unserer Villa. Es stehen gerade 1 Leute neben dir. Hey, da steht noch jemand neben dir. Das war's. Über 30 Räume, durch die man sich mit der Tastatur des Telefons bewegt und die nur in der Fantasie der Gäste an ihren Telefonen zu Hause optische Gestalt annehmen, in denen man aber real per Telefon miteinander reden kann, sei es direkt oder über elektronische Briefkästen, in denen Nachrichten hinterlassen werden können. 32. Der Empfänger ist Dirty Harry. Sprich nun deine Post nach dem Signalton. Hallo Dirty Harry, hast du Lust, dich mit mir im großen Salon zu treffen gleich? Hallo, hier ist Harry. Ich habe gerade Post von dir bekommen, dass wir uns oben treffen im Salon. Dann mache ich mich jetzt auch mal langsam auf den Weg. Bis gleich. Oh, hier hat jemand was fallen lassen. Hallo Space Cowboy, hier spricht Pinocchio. Na, wie geht's dir? Der Thomas ist gerade dazu gekommen. Schönen Gruß in die Runde. So, jetzt hab ich dich viel gedrückt. Ah ja, Chaos. Chaos. Ja, Chaos pur, genau. Was herkömmlich Interaktivität genannt wird, überhaupt mit dem Computer, das ist meistens nicht viel mehr als die Interaktivität eines Fahrkartenautomaten. Auch was Cyberspace und Virtualität heutzutage umschreibt, meint ja eher, dass man viel Technik braucht und dass sich nur einige wenige überhaupt in einer künstlichen Welt aufhalten können. Was hinter der Villa oder solchen Systemen wie die Villa, hinter Audio Reality steckt, gibt dem Ganzen eine neue Qualität, weil es die erste virtuelle Realität ist, in der wirklich echte Menschen leben können, ohne viel Technologie zu haben. Man bleibt anonym, wird aber vom System den anderen unter seinem selbstgewählten Namen vorgestellt. Man erfährt, wer sich sonst noch eingewählt hat und wird von einer Stimme durch die Villa begleitet. Der beste Schutz gegen Audio-Vandalismus in der Villa sind die User selbst. Die lieben nämlich ihr Haus und die passen auf, dass es sauber bleibt. Nichtsdestotrotz sind wir aufgrund unseres Vertrages mit der Telekom dazu verpflichtet, eben da Sexismus, Rassismus und Gewaltverherrlichung etc., auch Rechtsextremismus und sowas eben zu zensieren. Die eine Seite anonymer Kommunikation ist die Leichtigkeit und Unverbindlichkeit, die andere hinter einer Maske Aggressionen unerkannt ausleben zu können. Wenn ich jetzt mit Leuten in einem Raum stehe, dann höre ich ja das Gespräch mit und so sich da jemand befindet, der halt störend einwirkt, dann nehme ich mir den schon zur Seite und spreche mit dem. Und es kommt durchaus vor, dass die Leute dann sehr einsichtig sind und einfach nur so diese Anfangsscheu überwinden mussten, indem sie sich halt ja, auf sich aufmerksam machten durch irgendwelche dummen Einwürfe. Und andere, die legen dann gleich auf oder werden aus dem System entfernt. Es sind 3 Leute. In der digitalen Welt der Geräusche spielt der technische Zugang schnell keine Rolle mehr für die Villanauten, wie sie sich selbst nennen. Der Schönste. Okay, ein bisschen Verrücktheit gehört auch wirklich dazu, stundenlang einen Telefonhörer am Ohr zu haben
Ja, ist ja so. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wenn man selber eine längere Zeit da drin ist und sich da auch irgendwie so reinfriemelt in diese ganze Geschichte und es wird dann auch zur Selbstverständlichkeit. Es ist für mich auch nicht mehr, mir ist es nicht mehr bewusst, dass ich einen Telefonhörer am Ohr habe und für mich ist es auch nicht mehr diese Tastendrücke, das ist auch keine Technik mehr. Hm? Ist das für dich auch so? Ja, natürlich. Das ist keine Technik, das ist nicht diese Technik, das ist nicht, weiß nicht, wie beim Computerspiel, dass man meinetwegen jetzt mit dem Joystick darum hantiert. Das ist es für mich nicht mehr. So seppen sich die Villanauten von Kontakt zu Kontakt. Gefällt eine Stimme oder was sie sagt, bleibt man. Ansonsten genügt ein Tastendruck, um ein Gespräch so schnell wie möglich zu beenden. So schnell, wie es auch begonnen hat. Der Kontakt wird einfach abgebrochen, wenn es keinen Spaß mehr macht. Dann bleibt immer noch der Unterhaltungswert des Fantasiegebäudes selbst. Ganz wichtig für die Lebendigkeit eines solchen Systems ist natürlich die Analogie zur Realität. Man könnte da jetzt irgendwelche Geräusche abspielen, die hätten keinen besonderen Reiz oder Witz. Der Reiz und Witz entsteht eben daraus, dass diese Geräusche sich analog zur wirklichen Realität verhalten und damit immer wieder verblüffen. Im Tonstudio entstand die akustische Architektur der Villa. Die Räume bekommen durch Musiken, Atmosphären und Einzelgeräusche ihre akustische Gestalt. Mit allen Räumen und gesprochenen Erklärungen des Systems steuert der Computer fast 2000 Einzelgeräusche, die den Villanauten ihre digitale Zweitwohnung authentisch macht. Als ich so richtig villasüchtig geworden bin, da bin ich abends sehr spät nach Hause gekommen und war unheimlich abgespannt von der Tätigkeit, die ich getan habe und hatte keine Lust mehr privat zu telefonieren und den Leuten immer wieder das Gleiche zu erzählen, wie genervt ich gerade bin, sondern hatte dann Lust abzutauchen in eine andere Welt. Ich weiß noch von einigen Fällen, da ist also irgendwie schon nach anderthalb Monaten das Telefon gesperrt worden, es war eine Frau, die ist dann irgendwie völlig in der Versenkung verschollen, hat sich dann aus Telefonzellen ab und zu mal gemeldet, ich lebe noch, keine Angst, ich komme wieder und so. Und das war so richtig, richtig urig und dramatisch. Naja, und dann irgendwann, dann hat sie da sozusagen ihre Sucht auch in den Griff bekommen und das ein bisschen reduziert und ist dann wieder dabei. Ne? Ja, du, die Telefonrechnung hat mich auch mit umgehauen und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Hey, könnt ihr euch auch nochmal über was anderes unterhalten als über eure Telefonrechnung, Alle mal herhören. Ist wieder abgehauen.